Was geht? Corey hier und willkommen bei Einfach Bibellesen, der Serie, wo ich einfach die Bibel lese, euch zeige, wie man die Bibel liest, indem ich einfach die Bibel lese. Ich hoffe, das macht Sinn. Wir haben bis jetzt Markus Kapitel 1 bis 12 durchgenommen und heute wird Kapitel 13 dran sein. Ich habe wieder dieses Problem mit dem Bild, keine Ahnung, ist egal, ich ziehe einfach das hier rein und dann passt es schon. Bevor wir anfangen, möchte ich immer noch zum Start beten und das machen wir jetzt. Herr Vater, ich danke dir für diesen heutigen Tag. Ich danke dir so sehr, dass wir jetzt aufnehmen dürfen, dass wir Bibel lesen können, dass wir in deinem Wort lesen können und dass wir dein Wort erforschen können. Herr, ich bitte dich, dass du die Worte in uns pflanzt und dass etwas in uns heranwächst. Amen. So, starten wir. Markus 13, Abvers 1. Und da heißt es: Als Jesus an jenem Tag den Tempel verließ, sagte einer seiner Jünger zu ihnen: Lehrer, sieh nur diese herrlichen Bauten, welch gewaltige Steine sind in diesen Mauern. Jesus antwortete: Die prachtvollen Bauten werden so vollständig zerstört werden, dass nicht ein Stein auf den anderen bleibt. Später ließ Jesus sich an den Hängen des Ölbergs nieder, die gegenüber dem Tempel lagen. Da kamen Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas zu ihm und fragten: Wann wird das alles geschehen? Wird es vorher ein Zeichen dafür geben, wann sich das alles erfüllen wird? Jesus erwiderte: Lasst euch von niemanden irre machen. Viele Leute werden in meinem Namen auftreten und behaupten, der Christus zu sein. Sie werden viele Menschen in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören, aber habt keine Angst. Dies alles muss geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Völker und Königreiche werden einander den Krieg erklären und in vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Hungersnöte geben. Doch das alles wird nur der Anfang der künftigen Schrecken sein. Seid jedoch wachsam, wenn dies alles geschieht. Man wird euch vor Gericht zehren und in Synagogen auspeitschen. Um meinetwillen werdet ihr euch vor Machthabern und Königen verantworten müssen. Das wird euch Gelegenheit geben, ihnen von mir zu erzählen. Die gute Botschaft muss zuerst allen Völkern verkündet werden. Doch wenn ihr verhaftet werdet und vor Gericht steht, macht euch keine Sorgen, was ihr zu eurer Verteidigung vorbringen sollt. Sagt einfach, was Gott euch in den Mund legt. Nicht ihr seid es, die dann reden, sondern der Heilige Geist. Ein Bruder wird den anderen verraten und den Tod ausliefern. Väter werden ihre Kinder verraten und Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und schuld an ihren Tod sein. Und alle werden euch um meines Namen willens hassen. Doch diejenigen, die bis zum Ende durchhalten, werden gerettet. Yes. Eine Sache, die ich immer gerne am Anfang mache, ist nochmal ein bisschen so zusammenfassen in eigenen Worten, was hier passiert ist. Also erstmal sehen wir, dass die Jünger zu Jesus kommen und sagen: Hey, krasses Gebäude, findest du nicht? Auch? Und er sagt so: Hey, von diesem Gebäude wird nichts mehr stehen. Und die Jünger so: Ja, ach, krass, okay, wann wird das passieren? Und dann sagt Jesus: Hey, es gibt unterschiedliche Anzeichen. Es gibt Kriege, Erdbeben, Hungersnöte, ihr werdet verfolgt und so weiter und so fort. Es werden viele Leute kommen, die sagen: Hey, ich bin der Christus, und Leute irreführen und so weiter und so fort. Vieles wird passieren und das ist trotzdem nicht das Ende. Erst muss die gute Botschaft an alle weitergegeben werden, bevor das Ende kommt. Und dann die, die am Ende noch aushalten, die sind es dann wirklich, die gerettet werden. So, gehen wir Teil für Teil durch das Wort. Jesus kritisiert hier ganz klar so ein bisschen dieses Wow-Verhalten der Jünger von etwas, was vergänglich ist. Ein Gebäude. Ist ähnlich wie, keine Ahnung, die katholische Kirche ganz viel gemacht hat, so die Gebäude so schön geschmückt, damit man halt stolz drauf sein kann. Auch irgendwelche Mega-Churches oder irgendwie sowas, die so stolz drauf sind, auf was für eine riesengroße Arena sie
füllen und so weiter und so fort. Und dieses wow, guck mal das Gebäude, guck mal dieses Dingens, das kritisiert Jesus hier und sagt, also in dem Fall geht er weiter darauf ein, auf genau diesen Tempel, dass der nicht mehr stehen wird, aber auch in anderen Art und Weise sagt er auch so, hey, alles hier, weil das, was wir jetzt sehen werden, ist Sachen, die er jetzt prophezeit, vorhersagt, die werden passieren in näher Zukunft hier in der Stelle, aber Jesus redet auch vom endgültigen Ende von allem und genau, da können wir das auch ein bisschen drauf auf heute beziehen, dieses ganze, hey, ich finde dieses Gebäude so krass, bla bla bla. Am Ende wird nichts mehr stehen, kein Stein mehr wird auf den anderen stehen, wenn das Ende der Welt kommt. Und ja, Jesus redet hier auch vom Ende der Welt oder hauptsächlich, glaube ich, hauptsächlich vom Ende der Welt. Klar ist, wissen wir historisch, dass der Tempel 70 nach Christus zerstört wurde und praktisch schon in Erfüllung gegangen ist, so ein Teil seiner Vorhersagung. Aber wir wissen auch, wir als Christen wissen, dass diese Zeit, von der Jesus hier redet, die zukünftige Zeit auch für uns noch ist. Jesus kommt zusammen mit Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Also nur ein Teil seiner Jüngerschaft. Und die fragen ihn ja, wann wird das passieren? Wann können wir mit diesem Zeichen rechnen? Und das ist so ein bisschen wie heutzutage auch alle immer versuchen herauszufinden, wann Jesus wiederkommt. Und später sagt Jesus ja auch so, hey, dass niemand weiß, wann diese Zeit kommt. Und das Einzige, was er sagt, ist, wir können erkennen die Anzeichen. Wir können die Anzeichen erkennen. Oft vergleichen wir das auch mit der Geburt eines Kindes. Es wird erst kommen die Wehen und das ist sozusagen die Zeichen, oh, das Kind kommt gleich. Und hier sind es andere Zeichen, die zeigen, dass Jesus wiederkommt. Und zwar erstens, es werden falsche Christus kommen, also Leute, die von sich behaupten, hey, ich bin Christus, und die lehren dann irgendwas und viele Leute folgen denen, also von irgendwelchen Sekten. Ich habe auch ein Video über eine Sekte gemacht, wo jemand sagt, hey, ich bin der neue, wiedergekommene Christus, was ja ganz klar diese Stelle hier auch zeigt, dass Jesus hier vorwarnt. Also, wir haben Irrlehrer, beziehungsweise Leute, die selber von sich behaupten, dass sie Christus sind. Dann werden Kriege und Kriegsgerüchte werden wir hören. Auch das alles findet heute statt. Ja, aber wir müssen keine Angst haben. Weil das muss alles geschehen. Und das habe ich, ich habe ein Video gemacht. Ich verlinke es unten in die Beschreibung. Ich habe es irgendwie genannt, warum Sorgen machen? Warum Sorgen machen? Weil Jesus spricht doch genau diese Sachen werden passieren. Kriege und dann auch Erdbeben. Hungersnöte. Alles das, was wir heutzutage sehen, das wird passieren. Klar, es ist nicht schön, dass es passiert. Ne? Wir können immer noch helfen und trauern und so weiter. Aber wir brauchen keine Angst haben. So, oh nein, oh, die Welt, die geht zugrunde. Ja, genau. Das ist das, was Jesus schon von Anfang an gesagt hat. Die Welt geht zugrunde. Sie wird zerstört und dann wird es eine neue Erde geben. Und genau das erzählt Jesus hier auch. Macht euch keine Angst. Und eine weitere Sache, die wir jetzt noch nicht ganz sehen, aber die langsam sich in unsere Welt auch einschleicht, ist, dass wir verfolgt werden. Also die Jünger, die wurden damals immer schon verfolgt und andere Christen in anderen Ländern, die werden auch schon verfolgt. Aber wir, so die einzige Verfolgung, die wir spüren, ist vielleicht ein bisschen Hate-Kommentare im Internet oder komische Blicke. Aber so das ganze Thema Homosexualität und so weiter und so fort, wo wir einfach einen anderen Wert haben, wo wir bis jetzt einfach nur belächelt wurden, wird wahrscheinlich in der Zukunft mehr zu Rechten sein. Also man darf gewisse Sachen nicht mehr sagen und wir dürfen unsere Meinung nicht mehr äußern. Aber wenn wir ja trotzdem noch die frohe Botschaft predigen, werden wir wahrscheinlich irgendwann vor Gericht gezerrt werden, was hier auch steht. Und wir müssen uns verantworten. Aber in diesen Situationen müssen wir keine Angst haben, sondern der Geist, der Heilige Geist, er wird
zu uns, durch uns sprechen und wird uns die richtigen Worte in den Mund legen. Also auch das, wenn das passiert, wenn wir vor Gericht, wenn wir von unseren eigenen Familien, die vielleicht keine Christen sind und wir sind die einzigen, die Christen sind, wenn wir von unseren eigenen Familien verraten werden, müssen wir uns keine Angst machen, denn das alles muss passieren, bis Jesus wiederkommt. Und das war's für heute. Ich hoffe, dieses kleine, knackige Thema hat euch geholfen, die Stelle zu verstehen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, Corey hier, ihr da. Alles klar.